Marco Terrazzino in der 72. eingewechselt, in der 83. dann das Tor zum 2:2, das dem Sportclub dann noch gleich den so wichtigen Punkt in Richtung Klassenerhalt brachte. Hättest du dir dein Comeback positiver vorstellen können? Ja, hätten wir am Ende noch gewonnen, dann wäre es natürlich noch umso besser. Aber nee, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich nach der langen Zeit wieder gespielt habe und dass wir unentschieden gespielt haben in Wolfsburg. Darüber bin ich sehr zufrieden. Für Wolfsburg geht es noch um die Champions League und trotzdem war es ein Duell auf Augenhöhe, zumindest ab der 20. Minute etwa. Ja, man sieht ja, wie die Mannschaft sich entwickelt hat und wir haben es gut gemacht. Wir sind zweimal gut zurückgekommen und am Ende wurden wir dann belohnt mit dem Punktgewinn. Sollte die Sache dann heute doch schon fix sein? Wird dann noch ein bisschen gefeiert oder erst beim kommenden Heimspiel gegen Schalke? Nee, ich denke, das wird dann nach dem Heimspiel gegen Schalke dann gefeiert und ja, wir genießen es und hoffen natürlich auf heute.